17. Ingrim. Die Nacht war lang und kräftezehrend. Mit kleinen Äuglein habt ihr nach draußen in die finstere Nacht geblickt und dann mitverfolgt, wie nach und nach die Sonne aufgeht. Der saure Geruch ist mittlerweile verflogen und das Wasser hat nach und nach wieder eine normale Farbe angenommen. Es schwimmen zwar immer noch ein paar Bröckchen und Klumpen undefinierbaren Schleims auf der Oberfläche, aber es fühlt sich fast wieder an wie normale See. Auf eurer rechten Seite, nach Steuerbord raus, erkennt ihr das Land Aranien, grün und fruchtbar, hügeliges Land. Die Schiffsglocke wurde schon geschlagen, alle Matrosen sind angetreten und wurden durchgezählt. Kurze Zeit später gab es bitteren schwarzen Tee mit viel, viel Zucker für euch und so beginnen wir. Ausgeschlafen habt ihr noch nicht. Ja, so meine Herren, ihr seid Kiaras, ne? Ja, in der Tat. Ihr wolltet dann die Bordmesse für uns machen, richtig? Weil unser Pferd ja gestorben ist. Na, das kann ich gerne für euch tun. Gut. Und wie gesagt, ihr habt noch kurze Zeit, um euch vorzubereiten, um euch zu sammeln und dann. Ich lasse die Mannschaft kurz antreten und dann könnt ihr ja euch irgendwas einfallen lassen. Ja, lasst mich nur kurz wach werden und noch einmal nach den Pferden sehen, dann können wir beginnen. Ja, dann strecke ich mich und gehe tatsächlich nochmal zu den Pferden hin, um mich kurz zu konzentrieren, einzustimmen und den Schluck von meiner Feldflasche zu nehmen. Ja, was tun die anderen? Daneben stehen. Daneben sitzen hoffentlich. Nun, wir schauen das Schlimmste ja erst einmal hinter uns zu haben. Sieht so aus. Das Wasser wird besser. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ihr seid euch nur nicht so sicher, weil ihr mehr und mehr vom Meer. Vom Meer sehen könnt, seitdem wir hinaus sind. Ja. Vielleicht. Wir werden im Laufe des Tages in Zorgon ankommen. Ich denke nicht, dass noch viele Unwägbarkeiten passieren werden. Wenn es immer so wie jetzt ist auf der blutigen See, wie habt ihr es dann geschafft, monatelang da zu überleben, wenn ihr nicht mal eine Nacht durchschlafen konntet? Wir hatten mehr Leute für sowas. Und ein größeres Fortbewegungsmittel. Ach ja, Fortbewegungsmittel. Es hatte seine Vorzüge. Allen Unwägbarkeiten zum Trotz. Vor allen Dingen wird man nicht nächtlich von Dämonen angegriffen. Stimmt, man greift nächtlich Dämonen an. Weiß denn irgendjemand was über den Zustand von Zorgan? Haben wir da irgendwelche Informationen oder fahren wir da ins Blaue sozusagen? Gestehen, ich weiß generell wenig über Zorgan. War da nicht diese Zauberschule, aus der Jellyfee Miasafa kam? Illusion. Was? Nein. Wie könnt ihr es wagen, dem Erzmagier solch eine Nein, natürlich nicht. Der kommt aus Rashtul. Sicher? Hat doch großen Unterschied, aber. War er nicht Spektabilität dort? Er war Rashtul-Spektabilität, bevor er von seiner Tochter entmachtet wurde. Er ist ein Elementarist, kein Illusionist. Ja, das ist eine gute Ausrichtung. Ihr könnt euch da wohl besser aus als ich. Diese Schule in Zaugern ist nicht mehr als ein Haufen von verkrachten Illusionisten und Scharlatanen. Was ist das denn für eine Gilde, Abelmir? Die Gilde spielt aber keine Rolle. Ja, Abelmir, was ist das denn für eine Gilde? Ja, Zaugern entspricht so etwas wie, sagen wir, wie heißt diese Schule im Norden? Norburg, wenn ich mich recht erinnere. Dort schiebt man auch diese ganzen Magier ab, die man nicht brauchen kann. Und zu welcher Gilde gehört sie nun? Norburg gehört zur Weißen Gilde, natürlich. Ah, okay, also gehören die auch zur Weißen Gilde. Nein, Zorgan gehört zur Grauen Gilde. Ach, eine Schande gestehen muss, aber nun ja. Gibt es bei euch im Hohensreich nicht auch noch so eine Illusionistenschule? Ihr meint die in Grangur? Ja. Nun ja, gewiss. Aber? Nichts aber. Ihr seht so aus, als wolltet ihr etwas anfügen. Nein. Der Unterschied zwischen Zorgan und Grangur ist, dass Grangur sich zumindest um Wissenschaftlichkeit bemüht. Warum braucht man denn
zwei Akademien, die sich um Illusionen kümmern. Geldmagie. Warum sollte man solche Täuschereien überhaupt studieren wollen? Ja, eben. Nun ja, die Illusion bzw. die Phantasmagorika hat gewisse Vorteile. Auch im Krieg. Das Einzige, was ich von der Phantasmagorika jemals mitbekommen habe, war dieses Artefakt von Galotta. Das hat uns nicht als Scherereien gemacht. Nun ja, es gibt auch noch andere Anwendungen. Ich muss zugeben, die Spekulabilität von Zaugern ist eine ausgesprochene Koryphäe auf dem Gebiet. Ihr könnt erkennen, wie jetzt nach und nach sich die Matrosen auch versammelt haben. Also kleine Grüppchen, die entstanden sind. Und dann kommt eine sehr junge Matrosin an euch heran. An den Abzeichen könnt ihr erkennen, sie ist wahrscheinlich eine Leichtmatrosin. So um die 16, vielleicht 17 Jahre. So ein bisschen schüchtern, hat er wohl gerade mit ihren Freundinnen und Freunden gesprochen, mit ihren Kameraden. Und tritt dann auf euch zu. Vor allem dann auf Kiaras. Verzeiht, ihr kommt doch aus Alanfa, oder? Ja, zumindest sagen das die anderen. Wisst ihr eigentlich, ob ihr El-Hakir bekommen habt? Also, wir haben zurzeit einige Wetten am Laufen und vielleicht könntet ihr uns das ja beantworten, wenn ihr von da seid. Er ist ja seit Jahren verschwunden. Ich bin mir aktuell nicht sicher, nein. Ich bin auch schon seit Jahren nicht mehr in der Heimat gewesen und erhalte wenig Nachricht von dort, leider. Okay. Wollt ihr sonst vielleicht etwas in den Topf reinschmeißen? Also wir haben, wie gesagt, aktuell verschiedene Vermutungen und derjenige, der dessen Vermutung dann wahr wird, der bekommt den ganzen Pott. Mit Freuden doch. Leider muss ich zugeben, dass meine Taschen leer sind. Soll ich euch eine Dukate borgen? Nein, keine Dukate. Wir brauchen nur einen Kreuzer. So viel Geld haben wir nicht. Ja, ein Kreuzer. Verzeiht. Ein Kreuzer habe ich definitiv noch. Aber mir hört auf, mir darum Reichtum zu protzen. Das gesteht euch nicht. Gut, ihr habt vollkommen recht. Ich dachte, er ist Reichsritter, da muss man das doch machen. Ich schmutze also kurz bei den Gedanken. Also wir stehen in die Wetten. Dass er keinen Kreuzer auf der Tasche hat. Nicht die Wettnabel mehr. Die der Dame. Ach so. Ja, ihr könnt sehen, wie sie dann eine andere Matrosin heranwinkt und die hat dann auch tatsächlich sowas wie eine Liste dabei auf eingeschlagenem Pergament, auf dem sie dann auch schreiben kann und ist tatsächlich auch jemand oder eine, die dann auch schreiben kann und würde dann die Wetten vorlesen beziehungsweise die Gerüchte, die rumgehen. Also, ihr habt verschiedene Optionen. Ihr könnt natürlich auch noch andere Optionen aufmachen, aber das ist zumindest das, was aktuell am meisten vermutet wird. Er ging den Alanfalern ins Netz. Das ist das, weswegen gerade Delayer gerade bei euch ist. Oder er beendete sein Leben auf den Blutaltären der Fürstkomtorei. Oder Dagon Lolona hatte seine grausame Rache an ihm. Das kann natürlich auch immer sein. Er befindet sich in den Händen von Darion Paligan oder in den Händen von Rachno von Shorida. Oder sein Ziehsohn Ben Hakia hat ihn ermordet und übernahm sein Schiff. Ihr könnt natürlich auch was anderes erfinden, dann muss ich die Liste ein bisschen ergänzen. Dann ergänzt die Liste doch. Ich setze darauf, dass er entkommen ist und irgendwo zufrieden die Füße hochlegt und alle auslacht, die denken, er ist tot. Aber er ist ein Pirat, warum sollte er das tun? Weil er ein Pirat ist. Ich wette, dass er sich totgesoffen hat. Ja, sie macht gerade ein paar Notizen und du kannst sehen, wie die erste von den Matrosinnen dann dir so eine kleine Blechbüchse dann hinhält, mit so einem kleinen Loch drin, wo du dann den Kreuzer reinspeisen kannst. Hätten meine Begleiter wohl einen Kreuzer für mich? Ich habe gerade kein Münzgeld dabei. Sicher, hier nehmt. Ah, oh, vielen Dank. Ja, ich nehme den und werfe ihn dann in die Dose. Darfst du das? Sorry. Wer ist eigentlich dieser Hakir? Ihr kennt El-Hakir nicht? Der Name kommt mir bekannt vor, zugegebenermaßen. Aber nein. Ein großer Pirat. Pirat? Wir noch nicht groß. Sagen und Legenden für Kiaras erleichtert um 3. Das ist aber nicht der, den wir mal getroffen, gesehen haben, oder? Doch. Oh. Ich kenne ihn schon mal nicht mehr. Ich erinnere mich noch an Starkart Eisenwind.
Ja, der Stil. Für den Zwergen ist die ganze Probe natürlich um 7 erschwert, aber trotzdem hat auch er schon Geschichten über den roten Piraten gehört. Jaras, was weißt du denn über Elhak hier? Aktuell nicht viel. Oh! Elhak hier hat Darion Paligan entführt aus dem Alanfranschen Hafen, ihn geblendet und in den Sümpfen zum Sterben ausgesetzt. Das begründete den Kom-Krieg und das begründete, dass Darion Paligan von Kerubtoroth ausersehen ward als ihr General. Elhak hier ist für den gesamten Schlamassel der Blutigen See nicht unbedingt verantwortlich, aber seine Taten haben das Ganze ins Rollen gebracht. Fährt mit blutroten Segeln. Und den hat man noch nicht aufgeknüpft. Tulamiden halt. Wir halten alle zusammen. Piraten sind schlüpfrig, kann man so sagen. Ich habe einige kennengelernt, als ich in Sylla angelegt habe. Sie sind erfinderisch. Hat jemand einen Kreuzer für mich? Ja, hier. Ich wette, die Perlmeerflotte hat ihn gekriegt und seine eigenen Schnürsenkel aufgeknüpft. Ich wette dagegen. Mit dem Doppelten. Also, egal wer ihn erwischt hat, es war nicht die Perlmeerflotte. Weil da ist keine Perlmeerflotte. Ja, da stimme ich euch zu. Jetzt. Das macht so gar keinen Sinn. Ich zähle Sanin jetzt mal dazu. Aber Sanin wird doch selbst von der Perlmeerflotte gesucht. Und? Er hat trotzdem ihr Wappen auf den Segeln. Also gehört er wohl dazu. Das wollt ihr mal nicht hoffen, dass jeder, der zum Mittelreich gehört, dafür nur sein Wappen auf den Segel haben muss. Sonst habt ihr eine ganze Menge dunkles Pack auf eurer Seite. Ich muss euch doch sehr bitten. Also ich will nichts sagen, aber da wird wohl der eine oder andere Paktierer auch auf eurer Seite segeln, wenn das eure Ansichten sind. Oder glaubt ihr, die fahren immer alle unter offizieller Flagge, dieses lügende und täuschende Pack? Definitiv nicht. Ja, die Tochter von Rataval Sanin fährt ja jetzt auch zur See. Deedre Sanin. Zumindest die einzige, die ich kenne und die tatsächlich noch ein segelbares Schiff hat, was die Perlenmeerflotte irgendwie kontrolliert. Sie gehört zum Perlenmeerflotte? Ich dachte, man hätte sie an der Westküste stationiert, nachdem ihr Vater... Ihr wisst schon. Ich glaube, sie ist irgendwo im Süden. Ich weiß nicht genau wo und an welcher Küste, aber meines Wissens wurde sie mit dem Stern von Beilung in Richtung Süden versetzt. Aber man hört auch schon allerlei Heldentaten von ihr. Aber diese Stern von Beilung ist nicht die andere Stern von Beilung, richtig? Das neue Flaggschiff. Weil das andere ja weg ist. Aber das ist nicht die Stern von Beilung, die im Hafen von Beilung abgesoffen ist. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Warum saufen eure Schiffe denn im Hafen ab? Was macht ihr denn? Bin mir nicht sicher, ob das irgendjemand ist. Ich habe genug von absaufenden Schiffen gehört, das bereitet mir schon wieder Unbehagen. Jedenfalls bei ihrer Jungfern fand, blieb sie im Kriegshafen stecken und blockierte den dann auch eine ganze Weile lang. Ja, mittelreichische Handwerkskunst. Aber ja, möchte sonst noch jemand wetten? Hat noch jemand irgendwelche interessanten Einsätze? Kann man denn noch auf was anderes wetten? Ich weiß nicht. Ausgängen von Kriegen oder sowas? Wer welchen Drachen tötet? Oh, bei den Drachen töten bin ich dabei. Wie viele Drachen kennt ihr denn, dass ihr da noch wer welchen spezifizieren müsst? Naja, also es werden hier heute wohl noch ein paar auftauchen, deswegen. Ja, bestimmt. Was? Haha, das... Es werden Drachen auftauchen. Naja, ein paar, wie gesagt. Also nicht so viele, vielleicht so 4 oder so. Den müssen wir ordentlich einheizen. Ich muss gestehen, ich hatte nicht vor, uns auf dieser Reise nochmal einen Drachen anzulegen. Davon habe ich, glaubt mir, gehörig genug. Mit jedem Drachen, der kommt, legen wir uns an. Nee, dafür ist ja die Ziege. Aber diese Drachen könnten ungleich eurer heldenhaften Taten dieses Schiff zum Sinken bringen, Voltax. Männer, Frauen, angetreten! Zur Bordmesse! Kommt, es geht los. Drachenschiff versenken, ja. So weit kommt's noch. Ja, Ras Habibi, komm noch zu mir nach oben. Ja, gerne, natürlich. Ja, der Kapitän Rafim tritt so ein bisschen zur Seite und lässt dir damit direkt den Raum vor dem Steuer oder so, dass du da so von einer kleinen Balustrade, von so einer kleinen Reling dann nach unten gucken kannst.
Ist wie gesagt nicht wirklich hoch. Das Schiff ist ziemlich klein. Aber ja, du kannst die Mannschaft überblicken. Grob so 20, 30 Mann, Frauen. Ja, allesamt sehr jung. Es ist wie gesagt ein Schulschiff. Alle sehr klein. Alles Dulamiden irgendwie. Ja, ich stelle mich dorthin, breite meine Arme wie in einer Umarmung aus, setze ein zuversichtliches Lächeln auf meine Lippen. Geliebte Raya, ungebändigter Herr Effert, wir danken euch für eine weitere Nacht auf der See und beten für den nächsten Tag voller Seemannsgarn und Harmonie. Blast den Wind in unsere Segel, lass die Wellen an unserem Bug brechen, auf dass wir schon bald die schimmernden Kuppeln von Zorgan erblicken können. Denn wir haben bei Arvis spannende Geschichten zu erzählen und bei Travia einen kräftigen Humpen Bier zu trinken. Betet, meine Freunde, denn die Götter wachen über uns und sind mit uns. Hört, hört! Sehr schön, sehr schön. Ist das jetzt ein Moment zum höflich Klatschen? Habe ich den schon verpasst, oder? Der Moment, um die Götter zu preisen. Also Kira, jetzt hau doch mal was raus hier, erzähl doch mal was! Erzähl uns doch mal was von der Herrin Raya! Ich soll euch etwas erzählen von Herrin Raya? Eine Geschichte! Eine Geschichte will ich hören! Ein Lied! Ja genau, ein Lied! Ja, ein Lied! Wir wollen es regnet singen! Das kann ich nicht. Ich kann nicht singen, ich kann nicht singen. Oh, soll ich was anstimmen für dich? Stimm du etwas an. Ich bin mir sicher, du kannst das. Ja, Rafim stellt sich auf und besorgt sich ein Fass, stellt sich auf das Fass, legt eine Hand auf die Brust und fängt an zu singen. Kor, kor, kor! Vor, vor, vor! Kor, kor, kor! Vor, vor, vor! Ich würfe mal auf Singen. Ich glaube, das ist eher Überreden einschüchtern. Schwert um 3. Ja. Singeprobe, Schwert um 3, fehlen die 8 Punkte. Ja. Gucken dich einfach entsetzt an. Sie gucken wieder zurück zu Kiaras und gucken ihn ebenso entsetzt an, was das jetzt für eine Predigt ist. Ich boxe Rafim gegen die Schulter. Hallo? Du machst den Angst, Mann. War das nicht das Ziel? Nein. Ich glaube, Chormessen sind anders als die anderen. Ich glaube, solcherlei Gesänge dienen dazu, euren Gegnern Angst zu machen. Ich fange einfach nur an zu lachen, zuck die Schultern. Und solange wir diesen Seebären dabei haben, kann uns eh nichts passieren. Aber die anderen Gläubigen sind doch meine Feinde. Meint ihr mit dem Seebären seinen Bären? Beide? Ah. Ach, wem? Habt ihr nicht einen Namen gesucht? Wie wär's mit See? Seebär. Gar nicht schlecht, dieser Ohn. Aber es ist ja eine edle Dame. So. Ich muss darüber nachdenken. War das jetzt die Predigt? Also, ist es vorbei? Ja, ist vorbei. Zurück an eure Posten. Ich werde euch schwätzen sehen. Los, ab, ab, ab. Die Moral also, sinkt. Von neutral auf Skepsis für euch alle. Ich glaube, man merkt, dass er zu Hause die Predigten hier mit der Peitsche in der Hand führt. Ganz ehrlich. Also, wenn jemand möchte, können wir noch ein kleines Boxduell für die Herren aufführen. Das begeistert eigentlich immer die Mannschaft. Oh, mein Gott, ihr macht mir alle Kopfschmerzen. Ja, als Würdenträger habt ihr natürlich die nächste Zeit nichts zu tun. Wir haben es jetzt 5.15 Uhr. Die Bordmesse hat nicht wirklich lange gedauert. Ihr habt jetzt noch grob eine Stunde und ein bisschen, um euch für das Frühstück dann, ja, beziehungsweise es sind tatsächlich 2 Stunden bis zum Frühstück. Es gibt dann Tee und Zwieback, das wurde euch ja schon angedeutet. Bis dahin könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber, erst am Abend werdet ihr Zorgan erreichen und bis dahin könnt ihr euch mit über Bord gucken, vergnügen oder mit der Mannschaft weiter unterhalten, ja, wenn sie dann irgendwie frei hat. Oder ihr könnt dann auch noch den Rest schlafen, denn wie gesagt, geschlafen und das ausgeschlafen habt ihr noch nicht. Regeneration oder sowas war noch nicht drin. Ja, ganz wie ihr beliebt. Könnt natürlich auch noch weitere Gerüchte einholen. Ja, die nächsten 3 Stunden mit Karinos Predigt rumkritteln. Ich würde mich mit der Mannschaft unterhalten, mir ein bisschen Seemannsgarn erzählen lassen. Ja, was möchtest du dann für Wissen haben? Möchtest du einfach irgendwelche Seemannsgarn
Sachen hören mit, ich habe mal gegen eine Seeschlange gekämpft, oder möchtest du tatsächlich Gerüchte haben? Ich würde eher so Geschichten, die man sich über die See erzählt. Also nicht wirklich Gerüchte, aber auch nicht das, ich habe mal persönlich und mein Großvater hat mal dieses und jenes, sondern ja, halt so Erzählungen über das. Würfel mal ein W20. Ja, alles klar. 3. Ja, die Seemannsgarn-Sachen, die dann an dich herangetragen werden, sind ziemlich düster heute zumindest. Vielleicht hat das auch was mit der Predigt zu tun, aber wenn du dich dann so ein bisschen dann mit deinem Tee an die Reling stellst und auch versuchst, so ein bisschen dann mit deiner Meeresangst klarzukommen, die dir Kiaras ja auch genommen hatte am Vortag, die immer noch wirkt, kannst du dir dann auch so ein, zwei schnappen, die gerade ein paar Würfelspiele ausgepackt haben, haben da so ein kleines Spielbrett dahingestellt und würfeln da wohl irgendwie, oder ist das irgendwie Schach oder Königsmord? Du bist ja nicht ganz sicher, irgendein komisches Spiel. Und kannst dann eben auch hören, wie sie darüber reden, dass Darion Palikan die Errichtung einer umspannenden Kirche plant, zu Ehren der Erzdämonen, soll ein niederhöllisches Zerrbild zur Effertkirche werden, mit sich selbst als Patriarchen. Das sind so die, keine richtigen Seemannsgarne, aber Gerüchte, es wird so ein bisschen ausgeschmückt. Und da kannst du dann eben zuhören, wie sie dann tote Delfine gefunden haben im Wasser und entweihte Dreizacke von irgendwelchen Eferdis. Ich würde grusel mich ein bisschen und gehe dann weiter. Ich würde gerne mal nach meinem ehemaligen Patienten gucken, wie es ihm geht. Und bei der Gelegenheit ihn mal über Zorgan ausfragen, wo es denn besonders schön ist, wo man die besten Tavernen findet, besondere Punkte, Aussichtspunkte, spektakuläre Bauwerke. Also was man als Nicht-Zorganer einen Fremden fragen würde. Oder einen Einheimischen. Ja, also er selbst ist dir nicht ganz skeptisch. Er ist halt wegen dir runtergefallen, du hast ihn geheilt. Würfel da auch nochmal bitte eine Gassenwissenprobe, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Über Kontakte zählt auch, oder? Kontakte? Spezialisierung? Ja, er ist irgendwo ist er in Kontakt von dir. Oh, das reicht sogar. Dann wirst du erfahren, meinetwegen können sich auch die anderen noch dazustellen, damit sie die Informationen auch gleich haben und du das nicht weitertragen musst, dass Zorgan aktuell über 4 bis 15.000 Einwohner verfügt. Davon gibt es unglaublich viele Flüchtlinge aus Oron, aus Tschalukistan und aus dem Jalayat, die dann hierher geflohen sind und aufgenommen worden sind. Und aktuell wird die Stadt belagert von Helmer Hafax und aus dem Oronischen Reich von Demiona von Zorgan. Es ist die Hauptstadt von Aranien und besitzt Tempel aller 12 Götter. Einige dann auch mehrfach. Es ist also eine ziemlich reiche Stadt und sie wird von der Palastvezirin der Sultana Sybia kontrolliert. Aber regiert wird sie von der Stieftochter beziehungsweise Eleonora von Zorgan ist dann die Ehefrau von Arkoshar, dem Bruder von Demiona. Sprich, hier kämpfen jetzt Geschwister gegen Geschwister. Und Eleonora verwaltet das Ganze jetzt so ein bisschen als die Ehefrau, weil Männer nicht regieren dürfen, sollen. Er weiß es selber nicht so genau, zumindest herrschen in Zorgan die Frauen vor. Und Männer haben da wenig zu melden, beziehungsweise sie werden so ein bisschen verhätschelt. Es ist halt nicht sehr männlich, wenn man regiert. Und da sind dann die Frauen eben am Zuge, die sich dann deren erbarmen, damit sie sich da zurückziehen können. Es gab vor kurzem eine Seeschlacht vor Zorgan. Das heißt, man wird auch einige Trümmerteile finden. Das wissen sie, weil sie erst vor kurzem aus Zorgan aufgebrochen sind und einige Vorräte geliefert haben. Und dort haben dann die Biremen und Triremen von Aranien gegen Oron gekämpft. Es gibt ein Palastviertel, es gibt die Altstadt, es gibt verschiedene andere Viertel, die mal mehr, mal weniger gefährlich sind. Und ist natürlich jetzt die Frage, was du wissen magst.
Ich würde mich vor allem erkundigen, von welchen Stadtteilen sich man sich fernhalten sollte. Also sowas wie das Tobia-Viertel in Gareth. Ja. Das wahrscheinlich die Altstadt. Also du solltest in der Altstadt von Zorrigan, solltest du auf der Hauptstraße bleiben, wenn du dich zu weit in Richtung entweder dem Totenhafen bewegst oder dann auch nach rechts weg in Richtung von Shamiran, dann wird dort die Lage etwas rauer. Und da, ja, also früher haben sich dann um das Palastviertel herum haben sich dann die Armen dann angesiedelt. Und als die Stadt dann größer und größer wurde, hat man dann die Stadt noch ein bisschen ergänzt. Vor allem jetzt Sulaminia ist dann ein relativ neues Viertel. Das wurde dann erst vor 100 Jahren dann gegründet, als die Zorgan-Pocken dann in der Stadt grassierten. Das ist also, die Stadt ist groß, neu gewachsen und die Probleme oder die Problemviertel wachsen jetzt einfach aufgrund von Flüchtlingen, die sich jetzt alle in der Altstadt suckeln. Gibt es denn freien Zugang zum Beispiel zum Palastviertel oder? Nein, natürlich nicht. Jetzt gerade gibt es wohl auch Gerüchte, dass der Schar, Arkos Schar, wurde wohl verletzt. Man weiß nichts Genaues. Er ist jetzt zumindest aus dem Krieg wieder heimgekehrt und seitdem nicht wieder gesehen. Und ja, deswegen ist er auch nicht mehr unter den Truppen. Was verwundert. Und das Palastviertel ist aktuell abgesperrt. Ja, wo liegt denn der Tesindeteppel zum Beispiel, der mich als erstes natürlich interessieren würde? In der Altstadt. In der Altstadt. Mittendrin. Da, wo ich ihn nicht hin will, sozusagen. Er war also selber noch nie da, er kann das nicht genau sagen, aber... Okay, gut, dann... Ja, dann danke ich ihm erstmal für seine Auskünfte und die Wunde sieht hervorragend aus. Danke, also, Habibi. Nichts von gut. Werd vorsichtig. Dieser Runde, hast du was vor? Ja, ich würde halt am Anfang meinen Tanz der Marder machen und dann den Seeleuten zuhören, worüber die dann reden. Also ich hatte jetzt ursprünglich gedacht, dass ich denen einfach bei diesen seefahrtlichen Handgriffen mal über die Schulter schaue und so ein paar Begriffe lerne. Aber jetzt mit Abelmirs Gespräch über Zorgan, das würde sie sehr interessieren und da wird sich Isarun auch dazustellen und mitlauschen. Ja, wie gesagt, wenn du Fragen hast, kannst du ihnen auch gerne noch weitere Fragen stellen, wenn du was wissen willst. Die Probe hat Abelmir schon gewürfelt. Ansonsten, wie läuft Tanz der Marder ab? Ist das eine Tanzenprobe oder ist das eine Ritualkenntnis? Weder noch, also es wird eigentlich gar nicht darauf gewürfelt. Also du stehst einfach nur am Deck und tanzt. Morgen also wenn du möchtest, mache ich dir eine Tanzenprobe natürlich. Ja, klar, würfel mir mal Tanzprobe. Klar. Und klar, also wenn ihr jetzt irgendwas über die Seefahrt lernen wollt, das ist ein Schulschiff, da wird es ein paar Leute geben, ein paar Unteroffiziere, die da auch die Handgriffe erklären. Und ihr seid zwar Würdenträger, aber die können euch dann ebenso Dinge dann beibringen. Ich fühle mich nicht so, als würden die meisten von uns viel Würde vor sich ertragen. Ja, Isarun versucht so ein bisschen das Torkeln des Schiffes auszugleichen und schafft es dann einigermaßen grazil doch sich über das Deck zu bewegen, sodass es wie ein Tanz aussieht. Hallo, ich bin höchst grazil. Ja, was? Möchtest du dich dem Tanz anschließen? Nein, ich kümmere mich weiter um die Pferde, lehne mich zurück, ertrage es, wie Jalan die ganze Zeit auf mich einredet, von wegen, dass meine Predigt so schlecht war. Das könnt ihr doch, was? Ich habe euch extra da hochgestellt, damit ihr den Leuten ein bisschen Ruhe und Frieden vermittelt. Hätte ich gewollt, dass sie uns nicht mögen und uns die ganze Zeit schief anschauen, hätte ich die Predigt auch selber halten können, Karina. Ja, was weiß ich, was ein Effertgeweihter hier im Norden erzählt. Ist doch egal, was ein Effertgeweihter erzählt, aber das war es nicht. Bei uns ist das viel leichter abgegangen. Man hat morgens eben einen Krug rumgegeben und dann waren alle zufrieden. Ja, und dann habt ihr nur noch dreimal mit der Peitsche auf den Rücken gehauen, damit er rudert. Nein, das waren nur Sklaven. Die Mannschaft sind welche andere.